Da ist der Pokal und nun einer langen Fußballmeisterschaftssaison. Der SV Motorsonnewitz steigt vorzeitig in die erste Kreisklasse Meißen auf und feiert beim letzten Heimspiel auch die Meisterschaft. Doch bevor gefeiert werden konnte, stand noch das letzte Heimspiel der Saison an. Offiziell hieß es vor ausverkauftem Haus. In Zahlen rund 100 Zuschauer. Man trat gegen die Spielgemeinschaft Zeitern Lommatsch zweite Mannschaft an. Bei tropischen Temperaturen stand der Aufstieg bereits vor dem Spiel fest. Sonnewitz-Trainer Michael Lausch hatte sich für diesen Anlass auffällig gekleidet. Auf Wunsch seiner Spieler, wie er betonte. Der Start in das Spiel verlief dann relativ unglücklich. Nach nur wenigen Minuten stand es bereits 0:1. Und so rannte man fast zwei komplette Halbzeiten dem Rückstand hinterher. An Unterstützung fehlte es der Heimmannschaft allerdings nicht. Immer wieder feuerten die Zuschauer ihre Elf an und wurden in der 88. Minute belohnt. Nach Foul im Strafraum gab es Elfmeter für Sonnewitz. Im anschließenden Tumult gab es sogar noch Rot für Zeithain. Tim Möbius verwandelte sicher zum 1:1. Sein Jubel danach hätte im Profibereich wohl eine gelbe Karte zur Folge gehabt. Also wir bekommen tatsächlich relativ früh im Spiel den Gegentreffer. Etwas unglücklich sieht unsere Abwehr dabei aus, kann passieren. Haben nachher noch 85 Minuten Zeit, in denen wir auch engagiert nach vorne gespielt haben. Ich behaupte, wir hätten heute noch eine Stunde aufs Tor spielen können des Gegners. Hätten trotzdem kein Tor geschossen. Insofern musste es ein Elfmeter sein, kurz vor Schluss, der sicher verwandelt wurde. Manchmal muss man eben doch das nötige Quäntchen Glück haben. Dann hieß es nur noch ein paar Minuten durchhalten. Mit dem Schlusspfiff zum 1:1 Endstand begannen die feuchtfröhlichen Feierlichkeiten, für die sich der Verein etwas ganz Besonderes hatte einfallen lassen. Für die Amateurkicker ist Meisterschaft und Aufstieg sicher ein toller Erfolg. Es war eine total tolle Saison. Also wir sind ja auch sehr gut reingestartet in die Saison mit einer guten Siegesserie. Und da hatten wir schon wirklich einen sehr guten Flow drin, sage ich jetzt immer, und haben da schon gut vorgearbeitet. Und da ist natürlich am Anfang schon so ein bisschen die Euphorie gestiegen, vor allen Dingen, weil wir uns gut reingearbeitet haben in die Saison. Und jetzt haben wir es natürlich mit dem Meistertitel gekrönt, da mit dem Staffelsieg. Also wir kommen tatsächlich aus der niedrigsten Spielklasse, die es gibt, die zweite Kreisklasse hier bei uns im Landkreis Meißen. Sind jetzt aufgestiegen in die erste Kreisklasse, sind unheimlich stolz drauf, auch wenn der eine oder andere vielleicht sagt, naja, ist ja ein überschaubarer Erfolg. Für uns ist es toll, wir haben es geschafft, wir sind stolz drauf, haben die ganze Saison dafür gearbeitet und heute sind wir stolz drauf und feiern. Vertreter des Kreisverbandes hatten den Meisterpokal mit in den Coswiger Stadtteil Neu-Sörnewitz gebracht. Der Verein hatte zudem eine angemessene Zeremonie für die erste Männermannschaft vorbereitet. Nicht mit rotem Teppich, aber mit rotem Podest ging es dann zur Siegerehrung, gesäumt von den Fans der Sörnewitzer. Frank Biedermann, Staffelleiter des Landkreises Meißen, würdigte kurz die überzeugende Saisonleistung der Sörnewitzer. Sie konnten sogar noch den Torschützenkönig der Saison, Benny Brückner, in ihren Reihen feiern. Mit dem Pokal in der Hand gab es dann kein Halten mehr. Der Dank der Spieler galt vor allem ihrem Trainer Michael Lausch. Ja, klar, der Trainer ist der, der die taktische Aufstellung macht. Das ist einer der wichtigsten Personen mit dem Verein. Ja, man sieht es ja immer auch bei den ganzen vielen anderen Clubs, ne, dass der Trainer eine deutliche Einwirkung aufs Spiel mit hat. Und dadurch hat er natürlich auch seinen großen Anteil mit daran, dass wir den Erfolg jetzt haben. Wir werden sicher ein Weichen machen. Das ein oder andere Bierchen wird sicher geöffnet werden. Und natürlich ist die Stimmung sehr euphorisch jetzt. Ne? Das ist für viele auch in unserer Mannschaft, weil wir auch eine sehr junge Mannschaft haben, das erste Mal jetzt, dass so ein Aufstieg gefeiert wird. Und da ist natürlich nochmal das Ergebnis von diesem Aufstieg nochmal euphorischer. Der eine oder andere wird mich kennen von den Fußballhallen oder Kleinfeldturnieren, die wir in Coswig seit Jahren veranstalten. Es gibt ja diese Turnierserie der Nachtturniere im Gymnasium. Und eines Tages
bin unsicher, ob es eine Schnapsidee war oder nicht, traten die Jungs an uns heran, weil wir zufällig auch auf dem Platz zugange waren und meinten, man könne sich doch mal darüber unterhalten, ob ich denn mir den Trainerjob vorstellen könnte. Konnte damals noch in Zusammenarbeit mit Dominik Mende. Und da haben wir gesagt, wir machen das mit einer Karenzzeit von 8 Wochen und dann soll die Mannschaft bitte entscheiden, passen wir zueinander, passt es nicht. Und seitdem hat es sich ganz gut entwickelt. Man braucht tatsächlich keine Lizenz, auf unseren Ebenen braucht man keine Lizenz. Ich habe die auch nicht. Ob sie jetzt in den unteren Spielklassen unbedingt nötig ist, ist aus meiner Sicht eine ganz andere Frage. Was man braucht, ist eine Mannschaft, die funktioniert. Man muss sie beieinander halten. Und gerade die junge Generation heute entsprechend zu begeistern, sich auch so zeitintensiv in der Freizeit zu engagieren, das ist uns ganz gut gelungen, das hat geklappt und ich hoffe, es bleibt nächstes Jahr auch so. Der Verein hatte im letzten Jahr in eine neue Flutlichtanlage investiert und neue Trainerbänke installiert. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir sehr stolz sind auf die in der Vergangenheit getätigten Investitionen. Das Flutlicht war eine große Anstrengung, die Auswechselbänke ebenfalls. Das haben wir auch nur stemmen können, weil da sehr viel Eigenleistung, Manpower, aber auch Kapital dahinter steckt, eigenes Kapital. Wo die Reise für die Zukunft hingeht, werden wir sehen. Das ein oder andere kleine Projekt ist derzeit aktuell schon in Planung. In der nächsten Spielzeit will der SV Motorsonnewitz wieder angreifen und ein gutes Wörtchen in der ersten Kreisklasse Meißen mitreden. Bevor dies jedoch soweit ist, musste sich Trainer Lausch der einen oder anderen Bierdusche unterziehen.